So, hey ho Schnucki. Na, wie war dein Tag heute? Das. Das. Dann so. Ich bin gleich auf alle Fälle. Ich glaube heute nicht so ganz daran. Schnucki, das ist ein anderes Spiel heute. So. Naja, also am Anfang war es eigentlich relativ entspannt und gegen Mittag sind aber immer die ganzen Leute gekommen und du dachtest dir so, what the fuck, wo kommen die denn auf einmal alle her? Ich muss so kurz Spotify stoppen. Geht mir gerade tierisch auf den Nerv. Und die kaufen momentan bei uns ein, wie als wird es den nächsten 200 Jahren irgendwie keine Klamotten geben. Gucken wir das Updates. Ah, cool, kann das Update erstmal ziehen. Also ich weiß nicht, was bei den Leuten irgendwie falsch läuft, irgendwie momentan. Es wird so dermaßen ausgerastet. Also. Hi Nezuko. Das ist schon echt weird. Naja, Schnucki, wie gesagt, man kann mittlerweile bei den Leuten irgendwie nichts mehr sagen, was man dazu sagen soll. Wie gesagt, es ist einfach erbärmlich. So. Das habe ich aber schon gesehen. Gott, ich spiele auf meinem Profil. Nicht auf Millis. Ja, wie gesagt, das ist das Spiel, was ich zu Weihnachten bekommen habe, weil meine zwei Schwestern, wir haben alle drei dasselbe Spiel. Und ja, Millie habt ihr ja gestern gesehen. Das mit dem, also dieses Hundespiel, das ist immer noch echt mega witzig.
Nices Intro. Der Badeanzug-Modus wurde freigeschalten. Bisschen leiser. Aber nicht schwerhörig werden. Text auf Deutsch natürlich. So. Aber Schnucki, hatten Sie dich schon mal darauf angesprochen gehabt oder ignoriert? Rune Factory 3 Special. Was ist das denn? Frischer milden Modus. Nee, neues Story-Modus. Ein Monster? Was machst du denn hier? Oh, du bist verletzt. Armes Kerlchen. Keine Angst, ich helfe dir. So muss es sein, Schnucki. Ja, nee, so cool, sowas ist halt immer, wie soll ich sagen, generell irgendwie bei vielen Sachen muss man die Steuerung erstmal klarkommen. Was machst du denn für einen Radau, meine Liebe? Ich könnte schwören, ich hätte etwas. Was zum. Das ist ein Monster. Also, das ist ja wohl offensichtlich. Hast du es etwa ins Haus gelassen? Es ist verletzt. Ich kann das arme Ding doch nicht leiden lassen. Ach, lass mich ruhig leiden. Das ist noch lange kein Grund. Mein Trautes halt mit. Dann eine. Mit der Anwesenheit eines Monsters zu beschmutzen. Oh, die alte Pussy. Okay. Hätte ich es einfach sterben lassen sollen? Wäre dir das lieber gewesen? Wenn du 100% Modus spielen willst, na dann viel Spaß schon mal. Ich werde es gesund pflegen. Und davon bringst du mich nicht ab. Jetzt lass mich arbeiten, Opa. So, das sollte reichen. Lul. Was? Wo bin ich? Schnucki, alle. Ich habe zwar ein paar Spiele, die ich schon auf 100% habe, aber nicht alle mache ich. Nein, nein. Und wie gesagt, bei mir geht es ja noch ein bisschen besser mit meinem Timer und so, als wie bei Midi. Sagt er, ja, sage ich. Ich laufe herum wie ein aufgescheuchtes Hänsel. Ne, Hühnchen würde besser passen. Was mache ich hier überhaupt? Oh, wer ist denn das? Stilles Mädchen. Schau, Kuli, Verzeihung. Hey. Good morning. Guten Morgen, Raven. Morgen. Ziemlich ungewöhnlich, dich in dieser Gegend zu treffen. Oh dear. Und allein bist du auch nicht. Wir hatten noch nicht das Vergnügen, oder? Oh, ich bin, stimmt etwas nicht? Deswegen sag ich ja.
Sie wollte es halt so und... Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Wie bitte? Ich verstehe das nicht, aber... Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Ach du meine Güte! Hast du etwa dein Gedächtnis verloren? Oh. Muss wohl so sein. Das ist nicht gut. Was machen wir denn jetzt? Ah, ich weiß. Raven, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Was darum bitten darfst du mich ja? Würdest du mit? Wie soll ich dich denn nennen? Gute Frage, wie wäre es mit? Jetzt gib mir das Gemünchen. Was ist das denn für ein scheiß Name? Sorry. Yes. Was, bitte gib deinen Geburtstag ein. Jans, Mann. Nein. So. Dark Axel. Das ist ein guter Name. Sehr einprägsam. Freut mich, dass er dir gefällt. Also, würdest du Dark Axel bitte zum... Was? Scharanzbaum führen. Blutdiesel Cheered X200. Sorry, Axel wollte dir mehr geben, aber ich brauche sie für den Feldzug gegen Millidarkax drei Teufelchen. Du, immer nur zu. Du weißt, sie wollte den Krieg mit dir haben, als kriegt sie auch den. Ich soll ihn hinbringen? Ja, genau du, bitte. Na gut. Danke, Raven. Dann gehe ich jetzt erstmal mit Opa reden. Danach schaue ich wieder nach dir, Dark Axel, aus, okay? Klar. Hatten Gesichtszügen von... Von einem Mädchen? Ist aber ein Kerl. What the hell? Ich muss zugeben, das ist alles ganz schön verwirrend. Hier lang. Hä? Ich folge. Fürs erste wohl besser einfach. Nichts zu danken, ja. Scharanzbau. Wow, dieser Baum ist riesig. Sally, hallo. Na, wie geht's dir denn so? Und frohes Neues, meine liebe Sally. Ah, interessant. Da ist ja gar nichts drin. Doch, ein Bett. Sieht ja überraschend normal aus hier drin. Danke für die Nicht-Antwort. Tschüssi. Gehst du schon? Meine Arbeit getan. Also, könntest du mir nicht noch verraten, warum du mich überhaupt hierher gebracht hast? Oh, du Arme. Uns geht's eigentlich soweit ganz gut. Was ich dir halt sagen kann, ist, dass Millie gestern Blutdiesel ganz schön geärgert hat und ja. Sie kriegt das jetzt halt ab von ihm. Was ich toll finde. Keine Ahnung. Ich habe nur getan, warum ich gebeten wurde. Schnaufkeuch. Oh Gott. Ah Gott. Verschlucke ich mich. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Mach doch nichts. Komm ruhig rein. Erstmal zum Atmen. Komm ruhig. Erstmal. Was? Mach doch nichts. Komm ruhig. Erstmal zum Atmen. Ich glaube, da gibt es eine
Fehler in der Übersetzung. Also, wie findest du es hier? Ehrlich gesagt, echt seltsam, aber nicht unbedingt auf eine schlechte Art. Ja, ich weiß nicht so gut. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ein Haus in einem Baum ist wirklich einzigartig. Ja, eigentlich gefällt es mir sogar ziemlich gut. Bin ich froh, das zu hören. Ab heute wohnst du nämlich hier. Ja, dann trifft sich das natürlich. Warte, was? Ich scheine hier etwas Wichtiges verpasst zu haben. Oh, habe ich dir das noch nicht erzählt? Ab heute ist dieser Baum dein Zuhause, Dark Axel. Einfach mal so, hier. Hier kriegst du ein Baumhaus. Tschüssikowski, mach was du willst. Alter, wie geil ist das denn? Aha, das ist mir neu. Ich kann mich gar nicht erinnern, dich um Hilfe bei der Wohnungssuche gebeten zu haben. Alter. Mach das, Nezuko. Wie gesagt, bis 22 Uhr bin ich ja live. Aber du kannst dich doch an nichts erinnern, oder? Wo willst du denn sonst hin? Na gut, das stimmt. Aber trotzdem. Dark Axel, sogar ganz ohne Gedächtnis bist du irgendwie in unserer Stadt gelandet. Du musst doch etwas bedeuten. Okay, Nezuko. Meinst du? Gar keine Frage. Ich meine, vielleicht bist du einfach dem Duft unserer Blumen gefolgt. Aber irgendeinen Grund wird es schon geben. Und ist es wirklich okay, wenn ich hier bleibe? Wartet mal kurz. Da! Millie kommt! Achtung! Schnuckis sind alle da. Wir nehmen dich lieben gerne in unsere Gemeinschaft auf. Opa hat es auch schon abgesegnet, also ist das schon alles erledigt. Dein Opa entscheidet über solche Dinge? Ja, mein Opa ist der Bürgermeister dieser Stadt. Ich muss das erst mal zählen. Ach so, ich dachte, du wolltest von hier oben lesen. Nein, ey, gib mir meinen langen Text zurück zum Lesen. Yeah. Ja, dein Teil wird aber auch nicht runtergehen. Hä? Nö, meiner geht schneller runter als deiner. Und er heißt dich herzlich willkommen, also mache es dir ruhig gemütlich in deinem neuen Zuhause. Aha, na gut, vielen Dank. Ja, ich bin übrigens Shara. Und das ist Raven. Willkommen in Sharans, Dark Axel. Wir freuen uns sehr, dich als neuen Nachbarn begrüßen zu dürfen. Jupp, peace. Danke, dass ich hier wohnen darf. Hallo Cuties. Ja, also ich habe gerade deinen langen Text durchgelesen, deswegen Axel hat einfach rumgescrollt mittendrin. Mobbing. So, die nochmal auch. Frohes neues Jahr. Ich wollte gut noch kurz sagen, mein Zeitgefühl ist immer noch ein bisschen am Arsch. Und das freut uns so bisher, wenn man in den Streams bekommt. Nicht nur du, generell ihr ganzen Cuties. Und ja. Ich habe Axels Waifu schon festgelegt fürs Spiel. Die Besprechung war schon weit früher. Nein, sie wird's nicht. Entschuldigung, ich habe was auf YouTube geantwortet, jemand. Ne? Gut, jetzt darf Axel weitermachen. Gott, das macht so viel Spaß. Gerne doch, dein neues Haus ist doch recht bescheiden eingerichtet. Aber ich will dir trotzdem mal seine Ausstattung zeigen. Oh, folge mir bitte. Schatz, du sollst dir folgen. Was ist denn mit mir hier? Ja, warte mal. Irgendwie. Oh, Scheiße. Hoppala.
Sandy will Wassermarsch, okay. Siehst du, ich darf jetzt doch kein Eis. Wir dürfen doch kein Eis essen jetzt. Aber. Sally, ich hab das so, das Meloneis, was wir schon mal gezeigt haben, wo Axel doch eine Show hingelegt hatte. Ich wollte es jetzt aufmachen mit ihm zu essen, weil es das letzte ist und es ist angeschmolzen. Das ist süß. So. Also Thematik Zero Sugar. War sauer am Abgang. Lesen. Nerdpads. So, das hier ist deine Aufbewahrung. Alles mögliche verstauen. Waffenrüstung. Heilgetränke. Bürsten. Das Lupen. Die Aufbauung ist rot. Ach, ist. Alter, da kannst du kippen. Oder warte, ich mach's. Mach mal ein Bild davon, zeigen können. Warte. Was ist das? Ja, kannst mal ganz kurz. Warte. Ja, musst du schon kurz aufstehen lassen. Das Eis sieht schlimmer aus als erwartet. Notachse jetzt einen Becher, als mit der Energy. Bild folgt dann auf Discord noch. Nach dir benannt habe. Ja, Sally. Zu Weihnachten bekommen. Und weil dein Bruder Herz extra streamt gestern. Vielleicht im Raum, also wo er für uns ja besprochen hat, aber haben wir einen Stream angeschmissen. So. Und auf dem Cover ist halt eine Leica. Aber so okay, sind die Hunde jetzt ein Geschlecht zugewiesen oder Geschlecht? Habe ich den Husky, weil so, ja, da männliche Form. Habe ich ihn. Hab ihn zu einem Husky degradiert. So, er ist eine Stufe eines Huskies. Im Spiel müssen die Hunde halt schuften und ich hab gegeben. Ja, weil ich. Und ja, das. Und ach, sei. Menschen. Wir brauchen mit Menschen nicht zu reden. Lieber. Könnte ich wieder spielen. Als ob die ganze Zeit vorlesen wäre ja auch ein bisschen anstrengend für deinen Hals, weil du morgen wieder arbeiten musst. Ja. Außer es ist irgendwas Besonderes, dann musst du. Ja, es ist grobe Zusammenfassung. Erst ein Husky. Ich habe lustige Klamotten, ich habe ihn dann vernünftig angezogen. Er hat das Bauarbeiter-Outfit mit Bling Bling an. Extra Bling Bling. Ja, wenn du lesen kannst. Das ist der Kühlschrank, oh cool. Oh Schatz, ich krieg sogar einen Kühlschrank. Schatz, sie wollen Samen haben. Ach du Horni. Ja, weil so Kerlchen gesagt worden ist, habe ich Halbblut diese getauft. Wonderful. Statt Leica. Ah, hör mir auf, ey. Axel darf den Timer jetzt mal höher anpassen, statt niedriger. Also ja, vor jedem Stream. Hab ich Was denn? Ich liebe es, mein Model. Warum ist mein Model immer so beschissen? Weiß ich doch nicht, was V-Face gegen dein Model hat. Zundere Leica liegt auch hier im Zimmer. Warum Zundere? Weil die so heute. Ja, ich verpetze dich gerade.
Hier stell dich. Ja, mach nicht auf, schäm dich. Ja, sie chillt ja gerne auf unserem Bett. Am liebsten. Ja, war sie ein ganzes Stück auf meine Betthälfte. Dann war sie kurz weg. Ich hab zwischendurch gebrüllt. So, ey, wo ist mein Baby? Dann war sie wieder da im Zimmer. Dann war sie wieder weg. Einmal war sie halt im Schlafzimmer und Axels Schwestern. Kam sie dann rum, wieder rausgetapst nach einer Weile. Dann wieder zu mir rein. Einmal war sie kurz im Wohnzimmer, hat Mist gebaut. Dann war sie wieder bei mir. Im Zeitraum, wo ich mal auf Klo war, kurz, ist sie auch wieder aus dem Zimmer, hat gefressen, getrunken und ist dann wieder zu mir runter. Okay, ich habe mehrere Tage. Ach, wegen deinem WG, oder? So, Leica, so, liebe mich? Nö, ich verpiss mich. Gib mir Liebe. Tschüss, Bitch. So in etwa war Leica heute mir gegenüber drauf. Oh, hier. Oh, Alter. What the fuck? Ist ja komplett geändert. Okay, Axel hat sich gewundert, weil Axel kennt ja noch die, ich sag mal, Originalausführung. Weil das ist ja eigentlich, könnte man als Remake eigentlich bezeichnen, oder? Das ist ein Remake, ja. Also er kennt noch das komplette Original. Er ist andere von dem Ding. Hi. Billige Heike, billige. Du bist so billig, Schatz. Ah, das ist schön, Sally. Dann viel Spaß dir dann, wenn es heute ist. Na, hoffentlich ist das Wetter dann auch gut an den Tag. Also aktuell die ganze Woche regnen. Ist Freitag. Nee, Freitag soll es schneit sogar. Aktuell laut App. Hey, hast du Glück und das schneit, wenn Leica ordentlich mitmacht. Ja, ja, Schnee ist deine Verantwortung, Fräulein. Ja, sag Axel, kennt ihr das Original noch? Nö, ich hab da auch nach kurzer Zeit dann auch ausgemacht. Weil ich hab nur kurz den Standort. Ich hab ja noch eine Sache angepeilt gehabt, aber ich sag mal, beim nächsten Mal war das weiter im Stream machen. Eine mysteriöse Stelle, aber viel hast du da nicht mehr verpasst. Ja, ich streame es am Sonntag wieder mit Leica-Cam in der Ecke. Weil ein Husky reicht nicht. Oder, Schatz? Husky-Blut, dieser reicht uns nicht aus. Wir brauchen Original-Husky-Leica. Doppelklinge, ja. Wieso muss ich gerade an Sword Online denken bei Doppelklinge? Nein, du willst die Waffe, genau, Schatz. Geil! So liebe ich mich. Ich will noch ein bisschen SAO nebenbei. Aber wo SAO, könntest du eigentlich auch mal wieder zocken, oder kamst du nicht voran? Ich kann mich voran. Wie heißt du? Ich bin da geil. Thank you. Gaujos. Ah, okay. Aber der hat so. Ey, der hat Elfenohren. Ui. Süß. Thanks. Für wen war das jetzt? Aua an Axel oder Aua an mich? Ich weiß es nicht. Das glaubst du mir. Das ist für die Rübe wäre. Ja.
Sie ist einfach so und macht dir nichts raus. Wenn ich dir mal die mischen, dann... Ja, was denkst du, was ich vorhabe eigentlich? Axel, warum, Sally? Habt ihr eigentlich gemacht? Thank you. Danke nochmal für deine Hilfe. Jo. No, alles klar. Nimm mir Gesicht. Jo. Sieh mal. Will mehr Leica-Videos haben. Ich hab dir gesagt, du musst den. Hast du den Stream eigentlich runtergezogen gehabt? Welches Stream? Von mir? Mit Leica-Cam? Da wolltest du doch Sachen rausschnippeln. Wait. Muss ich drüber nehmen. Schon nebenbei noch machen. Du mag ganz kurz hier machen, Schatz. Ja, ich musste gerade kurz runtertrinken, ein bisschen. Alexa, wenn er richtig rumgespielt. Deswegen, dass es bald weg ist, das Wort? Oder wegen Copyright? Achso, deswegen schon dieses Ausrufezeichen? Ja, macht. Jetzt ist das meine Schuld? Na, Schatz, sieht aus wie ein Mensch, ne? Vom Gesichtsdings her. Aber das Zeichen ist ja an sich, Schatz. Oh, ja, Axel muss den meinen Stream von letztes Jahr, den letzten Stream, zurechtschnippeln mit der Leica Cam. Aber nur die Stellen, wo Leica Großbild ist mit Küsschen und so. Habe ich ihn eigentlich gesagt gehabt, so Schatz musst du dir zurechtschnippeln. Aber keine Sorge, er zieht sich gerade das Wort davon runter, bevor es weg ist. Das VOD. Leica-Videos gibt es weiter neue Hunden, Alter. Das gibt es ja keine Chance. Ich habe das nächste Woche frei. Wo ist noch ein Kandidat? Ja, gesagt. Ja. Ist halt wieder arbeiten. Axel wartet, bis der neue Hund da ist. Also draußen dürfen die zusammen sein, aber nicht halt in der Wohnung. Solange der Welpe noch nicht kastriert ist. Aber um Welpenwurf zu vermeiden. Leica tapst niedlich vor mir her. Ne, Tapsi? Genau. Nee, bei mir läuft sie relativ ruhig an der Hand. Aber ich kann sie nur an der Hand nehmen, wenn wirklich nichts, ich sag mal, Triggerndes in der Nähe ist. Aber ich habe keinen festen Griff, also keinen guten festen Griff fürs Gassi gehen. Er merkt so, okay. Da kommen eine Runde. Oder zum Beispiel, keine Ahnung. Fahrradfahrer, was Leica beunruhigen kann, weil muss ich halt die Leine rübergeben. Meistens gehen ja Axel-Schwestern. Ja doch, zu 90% gehen sie mit ihr rüst und abends. Bei uns ist es eher seltener, dass wir mit ihr gehen. Wegen Axel hat wegen der Arbeit und ich kann sie halt nicht alleine nehmen. Aber ja, bei Matt Schwarz habe ich die Leine gehalten. Vereinzelter hat er sie gehalten. Ich so, Schatz, du musst Schwarz machen von Leica. Schatz, sie befummelt mich. Hallo, nicht betatschen. Ich hab dich sicher zwei Fuhr außer Korn. Verdammt nochmal.
Ja, doch, ich habe manchmal echt einen schlechten Orientierungssinn, Schnucki, hier so. Wo du recht hast, hast du recht. Also, Sally, ich muss dich vorwarnen. Also, wenn es um Thematik Knallen geht, also wenn du einen Knall hast und so, kann es sogar schlimmer sein. Weil Berlin ist einer der schlimmsten Dinge, was das angeht. Weil, unsere Ecke zum Beispiel, also Spandau war mit einer der schlimmsten Ecken. Jetzt von Silvester 23 zu Neujahr 24 rein. Ja, von, ja, was denkst du, was ich sage? Von Silvester 23 rein ins 24 Neujahr rein. Also, was die Situation angeht, also was Knallzeug angeht, leider nicht besser. Das kann ich dir im Groben schon mal sagen. Zum Beispiel unser Mod Daniel wohnt eigentlich in einer, sagen wir, ruhigeren Ecke. Könnte man ja sagen. Und bei ihm war es auch richtig brutal. Also, ja, von Silvester zu Neujahr rein. Aber auch so den ganzen Silvestertag schon. Weil er hat ja zwei Katzen. Und das war für ihn auch nicht einfach. Musste ich nur dran gewöhnen, Schatz. Das ist hier nämlich die Limited Edition. Das ist eine Limited Edition. Also man neben den Goodies in der Box ist hier auch eine Besonderheit als Software, dass man, ich sag mal, Anime Strandfolge kriegen kann fürs ganze Jahr. Hab ich schon. Ja, aber wirst du ja jetzt nicht zum Anfang einsetzen. Keine Ahnung. So viel dazu. Wie gesagt, was alles andere angeht bei dir, Sally, kann ich nicht beantworten. Wie gesagt, Thematik knallt, also wegen Silvesterknaller und sowas, müssen wir dich leider darauf vorbereiten, dass das Tier heftiger ist. Oder, Schatz? Alles andere, keine Ahnung. Das ist die einzige Warnung, die ich geben kann. Sieht so komisch aus. Nein, letztes Mal sah es nicht so schlimm aus. Und hey, wie waren so deine Feiertage? Waren sie relativ friedlich? Oder hattest du auch ganz schön viel Stress gehabt? Wie nennen wir die Farm? Weiß ich nicht. Die Cuties? I don't know. Och Mensch, geht's dir jetzt wieder besser, Sally? Ach Mensch, dann wünschen wir dir gute Besserung, Cutie. Oder Schatz? Ja, ja. Willst du was Süßes oder was Salziges? Schnucki war auch schon Feiertagen dran. Toll, Bluti, sowas steckst du Sally an.
Du sollst sie es abnehmen und nicht so geteiltes Leid, halbes Leid. Nein, 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 nein. Nicht in der Formation. So, was willst du? Ja, ich habe Axel gerade mit Chips gefüttert, hier von Pommer, die neuesten Dinger. Diese wie Stapelchips, bloß halt in Bärchenform aussehen. Und da fehlt ein Fuß. Was lachst du? Ja, hier wegen dem Zeug. Der hat keine Füße. Weil Stapelchips ganz unten angelangt und irgendwie alle gefühlt halb kaputt sind. Toll, bei meinem Bärchen fehlen ja auch die Füße. Hier fehlen jetzt die Öhrchen. Oh, und der ist wieder komplett. Ich dachte, da fehlen jetzt auch die Öhrchen. Es ist Zeit für Leikas Abendrunde und sie weigert sich angebunden zu werden. Guck mich nicht so an, ich helfe dir nicht. Was war Let me go! Warte, Schatz, wir werden gleich vermöbelt. Sorry. My little sister doesn't really do well with strangers. Der kratzt sich auf Daddys Hälfte. Meine kleine Schwester mag keine Fremden. Ah. Jo. Zehner bekommt. Zehner? Schatz, guck mal, dieser kann die Tüte kurz rüberlaufen und kratzt sie weiter deine Betthefte zu. Ach, Mann. Ah, hey, hey, hey. Schatz, hier fliegen Hacks rum. Ups. Hoppala. Alle Ringe werfen alle Leica-Version verkackt grad. Eine ist hier irgendwie putzig. Eine gewisse Switching kann mich anbinden, lässt sich. Schwertmagie-Sort. Okay. Anschlagtafel funktioniert die Anschlagtafel? Ja, aber mehr als Gesundheit. Jo. Ich zeig's dir. Achso, hier.
Die Einfahrer und Monsteranfragen ändern sich täglich. Ah, Colette. Schnucki, nicht immer alles verraten. Das sind immer solche kleinen Geheimnisse. diese süßen Geräusche dazu, die sind so süß. So. Grüß dich. Oh, Raven redet mit mir. You are here to buy something, right? Huh? This is a weapon. If you're not here to buy, sorry. Sorry. Right. Finally finished. Yeah. Hey, couple of my fights. As long as I've got some iron to hammer at, I don't have a care in the world. Ist alles andere egal. Huh? What? Ich, nein, vergiss es. Yeah. Thank you. So. What? Okay, sie ist echt komisch. Der Zonderer. Oder beziehungsweise Kodera. Sind jetzt so cool. Das soll Axel 2 Fu werden. Die anderen sind auch süß, aber nein, wo ich sie gesehen habe, habe ich gesagt, nein, sie sonst keine. Seht ihr, sie besitzt ein Badehaus. Sie sonst keine Waifu für Axel. Sie ist doch am niedlichsten. Gut, hier. Warum machst du mir jetzt das Mikrofon in den Arm? Weil ich kann. Ich merk's. Nein, danke, jetzt gar nicht. Was? Rösel mit deiner Baden Waifu. Ist verzichtig. Wasser am Teil, Junge. Ich hab mein Name zu sagen, ich bin da geil. Schatz, erklär du das, Schnucki. Er ist gerade durchgedreht, wo er sie gesehen hat. Hallo? Wir sollten mal festhalten, Axel hat eine Neigung für Mädels mit rosa Haaren. Hallo, müssen Wasser nächsten Nähere hier zu den Models nehmen. Sie ist die nächste Nähere. Könnte eine Schwester sein. Hey. Nein, es war doch...
Look how cute she is. She's so cute. Orangen, Apfel, Weintrauben. Tintenfisch. Naja, das ist so Spiele, na Jungen. Bist du? Oh. Alter! Ja. Sheeran. Eingeschränkte Bestimmungsrechte. Formulieren wir den Satz mal so rum. Aber wir sind bei Waifus, haben wir ähnlichen Geschmack in Spiele Waifus, also. Sehr süß. Ja, die ist auch cute. Das Problem... Schatz, woher kennen die Bills? Keine Ahnung. Wie heißt du? No! Alter, voll die Zunderer. Warte mal. Schnucki, kriege ich dich dann auch mit pinken Haaren zu sehen? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Aus, huh? Alright. Just give me a moment. Die sieht auch süß aus. Das Problem ist, das Spiel hat so viele süße Girls. Also wenn alle zu niedlich sind, gehen wir auf nächstes Kriterium über. Hat jemand rosa Haare? Was denn? Gassi. Die war schon oben in der Stube liegen. Wir müssen bloß nach unten gucken. Ja, ich habe mir hinten so die Charaktere angeschaut. Ich so, die sind ja alle ganz schön süß. Das ist echt schwer, sich zu entscheiden. So nur einen groben Drüberblicken. Ja, also vielleicht die oder die. Ich so, nein, nächster Punkt sind rosa Haare. Okay, Sally, danke fürs Reinschauen. Wir wünschen dir eine wunderschöne gute Nacht und erhol dich gut, dass du schnell wieder fit wirst. Sally, dann erhol dich gut. Wir wollen ja schließlich, dass du schnell wieder gesund wirst. Alter, was ist das denn für eine Familie? Alter. That's wrong. I find myself in good spirits today. So I'm going. Oh. Na, Wunder, dass sie von ihnen diese komische Redeart hat. I don't mean it. I'll be off then. Seine Zunderart ist ja auch. Alter, what the? Die Person, diese Alien, kann ich echt gut verstehen. Aber das ist süß mit den Emo-Dings hier. Na toll. Oh, das ist Onigiri. Alter, was ist denn das?
unseren Namen. Wie hieß der Charakter? Kluger. Irgendwas mit klug. Aber da rennt eine gerade weg. Ach, das ist die Oma. Klugerschanks. Klugerschanks? Ja, Klugerschanks. Ja, schon, aber... Ist ja mehr so Shanks, ja, hab ich ja gesagt, Shanks. Ja, aber das macht trotzdem keinen Sinn. Ach du heilige Scheiße. Entschuldigung. Die ist auch süß. Really? Oh, Alter, verpiss dich. So in etwa, weißt du, was ich meine? Ja, das sind echt viele deren Typen, Schatz. Also das Spiel vertritt so einige deren Typen, muss man festhalten. Aber ich muss mich nochmal schlau machen, wie nochmal die anderen deren Typen waren. Ich hab den Motor gefunden. Ne, wir haben geschlossen. Ah ne, sie ist mehr eine Kudere. Mehr so. Ja. Ah, Hazel. Oh. Kühl und distanziert. Weißt du, ich meine so cooler Typ. Okay. Das ist eine Kudere. Sie ist eine Kudere, Schatz. Oh, die Mutter. So, Doktor, du bist dran. Erklär's ihm, sonst knallt's. Könntest du das nicht besser, Mama? Alter, die Mutter gefällt mir irgendwie. Du machst es, sonst knallt's. Echt jetzt? Oh, die streiten sich. Was? Ja, das mache ich jetzt mit. Ja, morgen gibt es erstmal keinen Stream mehr. Ja. Sonst geht die Aufteilung nicht. Ja, ist doch nicht schlimm. Ja, ich will erstmal morgen das Zeug ausdrucken. Kannst du doch. Du hast Mittelschicht. Wir haben gesagt, ich streame morgen, Kai. Und ja, 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 ja. Fresse, Kudere. Und du, lass die Ohren der Cuties in Ruhe. Alles gut, ich geh da mal. Also die Mutter ja, gefällt mir. Womit hab ich das? Je weniger, desto besser. Alter, was ein faules Ding. Aber es hat schon was, das Spiel. Was? Natürlich, ich weiß, dass das hier älter ist, das Grundspiel, aber du verstehst, was ich meine? Ich find's witzig. Oh, Schatz, ich muss ein Schaf. Hab ich gerade platt gemacht. Ja, meine Schäfchen. Ich mach aus euch Schafs. Wolli.
Alter, wir das. Alter, die hat eine Kanone. Schatz! Oh, Schatz, Schnucki hat auch schon zwei gefunden, die er mag. That's enough, Marion. Stimmt das also? Good grief. Okay, die legt sich mit ihrer Oma an. Du da. Ernsthaft? Könnt ihr ihren scheiß Geknaller draußen mal endlich sein lassen, die Idioten? Ja, die Fischdings will ich jetzt nicht. So muss ich ja. Carmen. Geschätzte Schwester. Ach du Scheiße. Schatz. Carla. Alter. Schatz, oder irgendwas erinnert dich das? So viel Drama, Man. Ach, geliebter Bruder, heul! Huh? Ein Kunde. Hey. Alter. What the fuck, Alter, wie geil ist das denn? Okay. Willst du jetzt den ganzen Text lesen? Geil. So, Carmen. So, wo krieg ich meine Angel? Ich will schätzen. Ach, Frau Zundere. Oh Gott, die Zundere geht bei. So. Hier jemand? Ach, hier ist die Künstlerin. Dran, la 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 la. Regenbogen. Daira heißt sie, Schatz. Skill up. Builds. Oh, wie cool sieht das denn hier aus? Schatz, guck mal. Oh, wie hübsch. Das ist eine hübsche Gegend. Da musst du einen Heiratsantrag machen, wenn es geht. Wenn du es frei aussehen kannst, den Ort dann da bitte. What? I'm gonna... Huh? Pass mal auf, Fräulein, ich steche. Halt, wait, warte mal, dich habe ich noch gar nicht. Wer bist du denn? Reisende. Alter. Alter, was sind denn das hier für Manieren? How the heck is someone so small? I heard she's got superhuman hearing to match that superhuman. Hi there. Oh.
Bernd. Bernd das Brot. Er kann den Tisch manieren. Man merkt's. So, weiter geht's. Da rennt Großfeder schon. Welcome! You here for a bath? Or perhaps a good news because we have. Oh, Schatz! Oh, die ist ja auch niedlich, guck mal! Ja, die hast du auch geredet. Ich hab gesagt Pink Haar. Sorry about. Huh? Sakuya. Really? Do we... That's enough, you two. Das reicht, ihr beiden. Shino. Okay. Are you serious? Ah, die Mutter wahrscheinlich. La, la, la. Oh. Huh? Yes. Was ist denn hier los? Ein interessanter Raum. Oh dear. Ah, da bist du ja. Kobel, Trophäen, wenn du bestimmte Dinge tust, erhältst du Trophäen, die du hier in die Regale stellen kannst. Really? Really? Nice. Ja, warte. Ja, tschüss. Geh mal bitte. Ah, okay. Halt, warte mal. Erstmal auf normal. Geändert. Erste Lieferung. Badeanzug für alle. Oh, wie geil! Wie geil! So horny! Bisschen Fanservice für die Lieben.
everything going dark. Was? Von einem Bambus? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Oh, yeah. Dafür bin ich noch zu schwach. Nichts nachlesen. So. Schluss für heute. Let's tidy up. So. Cool. Schatz, ich muss am 16. Oktober hier anpflanzen. Da habe ich mir das schützt. Okay, Skill die ganze Zeit. There.
erstmal alles zu Geld machen, was wir kriegen. Schon niedlich. So, warte mal. Carlos? So, da haben wir sie. Right. Noch mehr. Sollen uns ja mit jedem anfreunden. Ne? Ah, bei May kann ich den Namen ändern, sofort, Schatz. Nimm mir. Ich habe gesagt, bei May könnte ich zum Beispiel den Namen ändern. Cool. Also ich muss schon sagen, es schaut nicht schlecht aus. Ich möchte Rezepte lernen. Also Medizinbrot, Kochbrot, Waffenbrot, Zubehörbrot, Farmbrot. What the fuck? Okay, bei Ihnen kaufe ich Kochuntersil, ja. Schönen Platz. Hello. What? Familie Zunderer ist nicht da. Für Blumen. Ach, gar nichts. Was? Nix. Ich überlege es mir nochmal. Tschüss, Sikorski. Der den Null. Hallo. Hallo. Hallo.
Was? Oh dear. Ich renne da schon zu jeder Person. Hey. Hello. Hey. Hey. Was verkaufst du denn, meine Liebe? Ah, Frühlingssachen. Was wird denn verkauft? Was ist das denn? Frühling. Kohlsalat. Seriously? 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 Okay, mach ich mal. Hi. Hi. Hello. Hello. So, jetzt werde ich mal gucken. Runenfähigkeit, okay. Doppelklinge haben wir auf 4. Gehen 5. Schlafen 1. Feldarbeit 4. Liebe 1 und Wind 1. Okay. Keine Gruppenmitglieder. Okay. Hier haben wir ein Herz. Das haben wir keine. Hey! Hello! Welcome! Yeah! Huh? Welcome! Was kaufst du denn? Schwerter und Schilder. Welcome! Jo, komm später wieder. Kopfbedeckung, Schuhe und Zubehör. Billige Armreif. Arbeitshandschuhe. Knüffelgel-Strickmütze. Schatz. Lederstiefel. Jo, ich weiß. Nee, ich muss das mal. Jo. So. Heya. Hi. Hello. What brings you in? Huh? Okay. Hey, I'm so hungry. Huh? Okay. So. Appreciate it. Hi there. Hello. Ortswald. Speichern. Yo. Appreciate it. What?
Chris. Jo, alles in Ordnung. Okay, mit euch habe ich leider gequasselt. Habe ich jetzt eigentlich jemanden vergessen? Ja. Huh? In awful, disgusting. Disgusting. Ja, du bist auch ekelhaft. Schön für dich. Hui. Ja, hab ich doch. Mit wem soll ich jetzt noch quatschen? Schon komische Leute. Wieso verteilt sie Herze? Schatz, sie hat Herze verteilt, Hilfe. So. Hello. Spawn das einfach hier. There, there, there.
Schlafzeit. Let's tidy up. So. Dann hochschreiben. Jetzt nochmal Trick 17 kurz ein. Mal gucken. Let's tidy up. Level 2. So. Du ist schon okay, nicht so cool. So. Thank you.
Meine ist dahin. So, dann. Da rein muss ich. Hallo. Ich möchte warten. Jo. Das ist ja keine Pflanze. So. Talfluss. Und hier schneit's. Wie süß. Oh. Schöne Winterlandschaft. Alter, diese Geräusche. Ist das niedlich. Ja, ich weiß, ich brauche eine Angel. Voll eine auf die 12. Danke, meine Liebe. So. Nee. Hexenkessel. Speichern. Regenbogenblink. Schön alles mitnehmen. Das ist momentan alles unser Geld. So, geht's hier. There!
halt hier. Cool. Hey, Schache, ist etwas, das morgen das Fest des Frühlings ansteht. Ein Fest? Genau. Das ist der Bohnenwurf-Wettbewerb. Und tschüss. Schlussfolge reicht. Angefieber-Wettbewerb, Schachers Geburtstag, Frühlingsfest, Flohmarkt, Sommerfest, mein Geburtstag, großer Fangtag, Strandtag, Esswettbewerb, und ja, was war da? Rübenbewerber, okay. Fisch, Vielfalt, Wettbewerb. In der Ernte war Silvester. Cool. Du von mir? Mann, warum drücke ich die ganze Zeit die scheiß falsche Taste?
doof muss man sein? Leider sehr doof. Ich weiß, dass ich dumm und dumm bin, Schatz. Ach, was dumm, mich zu heiraten? Die Schreiber, der liebt uns nicht. Doch, like hier. Nein. Tu ich gar nicht, hör auf zu lügen, ja. Den Hund immer zu ärgern. Mann, sag mal. Kann doch nicht wahr sein. So. Dass du jetzt bitte das Zeug aufheben. Yay, wieder Samen gefunden. Für dich. Mann, Gott, ich vergesse immer, dass ich B drücken muss. Setzen.
Teilspitze. Kann man verkaufen. Das hier hebt man alles auf. Genüge. Noch mehr zum Pflanzen, yay. Hello there. Hello. Oh, what a pain. Hey. Oh, good day. You serious? Mittlerweile hat der was erzählt. Sei ich die persönlich. Okay. Okay. Hiya. Hiya. Da ist er. So, mein Herr. Du kennst da. Ja. Gut. Sie hat bestimmte Blumen von mir bestellt. Die sind endlich da. Ich habe sie gesagt, sie soll sie abholen kommen. Aber. Jo. Wirklich noch da, nur daran, ne? Ich könnte ihr auch gleich die Blumen bringen, wenn ich schon dabei bin. Schließe sie sich abholt. Okay. Darf man nicht mal freundlich sein? Ah.
Oh, wo ist sie denn? Ich wollte vergessen. Oh, dieser alte, sture Kerl, ey. Ich hätte ihr auch die Blumen gebracht. Billige Sichel. Jetzt habe ich die Sichel bekommen, Schatz.
morning. Good morning. Feldarbeit, liebe 4. Okay. How may I help you? Please come again soon. Ich möchte was kaufen. Sperre extra Hammer. Welcome. Yeah. Yeah. Appreciate it. Come back soon. Something up? Welcome. Ah. Yeah. Yeah, appreciate it. Yeah. Come back soon. Something up? Welcome. Just, Schwert, knuffige Strickmütze, Stahlschwert, Lederstiefel. Come back soon. Something up? Come back soon. Jo. Klopp. Ja, sie sammeln einfach auf.
Schatzi. Alles gut voran? Jo. Kommst du wirklich ganz gut voran? Ja, ich weiß, dass was niedlich ist. Ein Kampfhammer. Du bist ja so, als würde ich dich nicht beachten, ey. Hier alles aufräumen. Huh?
Hi. Und schnarch. Let's tidy up. Tagebuch speichern. Das heißt, es muss halt Geld weitermachen. Überlass das mir. Ich bleib doch bei meinen Sperber. Thank you.
Das ist eine seltsame Statue. Sag mal, was hab ich dir getan, du? Böses Eichhörnchen, du. Ich hab das Eichhörnchen nicht mal was getan und es greift mich an, Schatz. Lichtkristall, okay. Was haben wir hier? Spore. Rosa Rüben. Damn.
Yeah. Huh? Okay. Unkraut kannst du noch mit. So. Den Tag machen wir jetzt erstmal jetzt noch fertig und dann haben wir erst einmal für heute alles erledigt. Erstmal für heute. Ja. Erstmal alles gießen hier. Look. So wieder. Und 2, 3, 4, 5, 6. Also, ups, ja. Hmm.
gleich zwei. Oh Gott. Schatz, willst du was zu trinken, ne? Irgendein Grund, Schatz, geht mein Headband nicht mehr. Ja? Das ist noch komische Codes. Ich muss auch kurz gucken. Mixer. Aktualisieren. Aktualisieren. Lol. Die Sachen gehen auf einmal nicht mehr. Yes. Hello. Hey. Hello. Okay, das geht. Lul. Speichern bitte. Everything going dark. Oh, das hab ich gar nicht aufgepasst. Oh.
zumindest die Sound Alerts gehen. Ah, jetzt gehen die Headpads. Du kannst sie wiederkriegen von mir. Hm. Ich weiß nicht, was mit... Ja. Schnucki. So. Das ist das. Okay. Zeit schaffst du nochmal. Den Tier. Steh hier. Ah, da bist du noch. Habe ich zwei Axt? Zwei Äxte, ey. Ich brauche doch keine zwei. Was mache ich jetzt damit? Okay, das muss ich mal einpflanzen. Thank you.
Blutdiesel Shield X300. Schnucki, doch. Lass doch. Nee, wegen Timer. Der wird unter Ei. Wieso benutzt der hier erstmal? Ich ärgere meinen Schnucki, wie ich es will. Unhöfliches Ding, du. Nein, das mache ich auch. Oh Mann, Schatz, wegen dir habe ich einen Fehler gemacht. So. Bis dahin. Fällt's mir hier rüber? Und schlaf hier. Eigentlich ist alles gleich eingestellt. Schnucki. Ich kann aber mal ganz kurz gucken. Aber eigentlich... Kann aber sein, dass gerade Stream Elements ein bisschen rumzickt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel wir sind. Doch, Schnucki, ist es wirklich alles gleich eingestellt. Wahrscheinlich liegt es daran, weil bei MIDI es halt viel höher ist als wie bei mir. Was denn? Der Timer. Nee, weil... Nee, Schnucki kann mir Bits komischerweise reinschmeißen. Und der Timer geht dadurch nicht hoch bei mir. Aber ich kann von mir aus. Warte mal, ich mach das mal an. Ey, ich habe gerade gesagt, bei mir kann es sein, dass bei mir. Geh mal. So. Stell ich mir das so ein. So, nochmal aktualisieren. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was reingeknallt. Als Entschädigung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mit den Timer los ist. Nee, das liegt an Stream Elements. Schatz.
weiß nicht, was die Stream Elements für Probleme hat. Deswegen habe ich jetzt einfach was reingeschmissen und gut ist. Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wie gesagt, ich habe extra jetzt ein bisschen was drauf gemacht an Timer. Zwar vielleicht viel mehr als wie es sollte, aber ist egal. Aber ich bin lieber, ich sag hier extra, okay, ich setz was drauf. Bananas! Da 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 da
Schnucki, hier. Du erst wieder. Ach hier. Lol. There. Schnucki, das ist das. Es ist ein Bonus vom DLC, von dem Spiel her. Kann ich halt in Badehose-Klamotten rumlaufen. Haben die irgendwie lustig gemacht. Weiß man einfach danach war.
Warte, Schnucki, ich geh mal Wasser holen. What was I doing again? Zoo.
Yay. Noch einmal. So. Oh my goodness. Huh? Jetzt möchte ich mal wissen, was die Pflanze kann. Nehme ich sie mal mit. So. Macht dann auch gleich aus. Also bis 22 Uhr auf alle Fälle. Ja, ich habe jetzt aber die ganze Zeit schon. Wie Hammer aus. Ouch. So, machen wir erstmal Schluss für heute. Jetzt Speichert. Speichern nicht vergessen. Jo.
So. So. Da, 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 da. Da machen wir den. Den. Das. So, den stellen wir ein. So, das. Okay, das ist auch noch geladen. Dann. Gucken. Lohnt es sich heute oder nicht? Nein, nein. Ja, nö. Ja, Schnucki, ich danke mir dir erstmal für die ganzen Bits. Ah, heute mal keinen zum Raiden gefunden. Nö. Aber nicht so schlimm. Wie gesagt, dann danke ich dir, wie gesagt, für die ganzen Bits. Heute. Gibt's denn heute irgendwas noch? Nee. Außer für ihr Knuddel-Einheit. Und ja, würde sagen, wir sehen uns am Morgen wieder bei Midi im Stream und ja, wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.